Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und ich grüße euch zu einer neuen Tour de Twilights. Mit dabei heute exklusiv Fessel HD. Ja, Mädels, Hupen auf Tisch, es wird wieder verdammt sexy. Kannst du nicht sagen, irgendwie so, der Hupensohn ist wieder da, Möp Möp oder so? Der Hupensohn ist wieder da? Möp Möp. Möp Möp. Überflüssig. Ja. Dann haben wir den das Marker. Heavy Load Definition. Jo, weit mal erzählen, meine Freunde. Und den Crisinio. Ja, stimmt. Ja, aber so. Ihr seht, das hat ja Stimmung. Die Regeln dieser Tour de Twilights, es gibt keine. Es gibt keine Bonus-Maps, es gibt keine Donkey-Geschisse. Einfach nur nackter, brutaler Kampf. Sehr schön. Weil ihr das andere nicht könnt. wir haben ja gesagt, wir wollten Sprungenziel aktivieren, ne? Mhm. Dann gehen wir mal das Beste. Nein. Guck mal, der Krasinio sagt nein. Aber wir machen mit. Wir machen das wie bei der WM, EM. Eine Runde mit, eine Runde ohne. Diese Tour de Twilights mit. Das heißt, das Markerfessel, ich zähle auf euch. Mhm. Ich habe nämlich keinen Bock mehr auf diese Last. Also hier kannst du kannst jetzt fahren, wie du willst. Ne? Also hier. Geil. Richtig geil. Das schmeckt wieder für Sie sagen. Zum Wohle des Markers. Oh, mein Finger liegt schon unten auf dem Y-Kreuz hier. Zum Abspringen. Wilde Hilde ist auch da? Ja. Wilde Hilde? Nee, die ist hinten. Scheiße. Ja. So. Ja, denn viel Glück. Ja, euch nicht. Das Einzige, was wir haben, der Verlierer. Also der Gewinner kriegt halt das gelbe Trikot. Und der Verlierer kriegt halt die rosa Maschine. Jo, finde ich gut. Fängt schon wieder toll an. Christina ist mal nicht erster. Schön, der das Macker. Ganz ruhig. Kein Stress. Ganz ruhig. Ja. Wieso hasse ich eigentlich das Marker HD genannt und nicht irgendwie Balu der Bär? Erstmal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Nee. So, Crisinio, wie geht's dir? Gerade ging's auch gut. Jetzt verstehe ich manche Sachen nicht so ganz. Aber okay. Der Crisinio wurde total überlaufen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was er jetzt hat, genau, aber ist ja auch egal. Wir können keine extra Punkte kriegen. Das, aber egal. Sag ruhig, lass uns das ausdiskutieren. Lass uns das ausbumsen. Ich verstehe nicht, warum wir uns jetzt plötzlich wieder auf für ins Ziel springen geeinigt haben. Also, was heißt geeinigt? Also, was ihr da draußen nicht mitbekommen habt, wir haben wohl schon mal eine Zeitfolge. Jetzt fick dich doch. Was? Scheiße. Oh, fast noch ein DNF für ein Crisinio. Ja. Kannst du dich erst ab dem letzten Checkpoint ins Ziel schießen? Kann das vielleicht sein? Ich weiß es nicht. Du bist hier der Bus soll, weil ich habe mich gerade von vor dem letzten Checkpoint abgeschossen und das hat er irgendwie nicht. Das ist natürlich traurig. Tja, Schweiz arbeitet halt gegen dich. Deine Mutter arbeitet gegen mich. Der kam nicht. So, Freunde. Deine Mutter kam nicht. Das Niveau ist schon wieder komplett unten. So geil. Innerhalb der kam von, nicht. Deine Mutter kam nicht. Der kam, deine Mutter kam auch gerade. Ja. Fickt euch. Wieder ab jetzt. Ich weiß, was läuft. Der ist noch verwirrt. Das müssen wir eigentlich ausnutzen. Mhm. Wenn ich das Markers im schon höre. Nein! Fuck it! Ist nicht ärgerlich, da. Ja, ist es. Ja, und nochmal. Na klar, nochmal. Nein! So eine Wichser. Ach, fuck. Arschbombe. Ja, schießen. Heavy. Was? Schieß wir nicht. Haben das Reinschießen nur für uns aktiviert und nicht für dich. Du willst mich verarschen, Alter. Ist schon das. Ist klar, klar. Ich war nicht über die Ziellinie, nö, ist klar. Ja, das hatte ich gerade auch eben. Das hat mich auch irritiert. DNF ist geil. DNF.
Das läuft ja richtig gut. DNF heißt übrigens Did Not Finish und der Cresinio ist rot, weil ich ihn als Rivale eingetragen habe. Mhm. Boah, das war ganz Neues. Für die PS3 und für den PC gibt es keine Informationen zu Trials. Es wird definitiv nicht mehr dieses Jahr passieren und ich denke auch nicht mehr, dass es überhaupt noch passieren wird. Ich bin froh, Leute. Ich versuch's euch hier. Nein, da falle ich auf die Fresse. Ja, das mag er erstmal so ein bisschen knitterig, wenn er Twilight spielt. Ja, zu Recht, Alter. Wieso zu Recht? Ich war gerade im Ziel, wie wir schon mal gesagt haben. Naja, haben wir gesehen. Ich war sogar als Erster im Ziel, aber das hat das Programm halt gedacht. Oh nein, ey, jetzt falle ich bei so einer Scheiße hin. Oh oh. Boah, ich bin eigentlich top motiviert, ey, auch wenn ich nicht gezockt habe in letzter Zeit. Da ist die erste Kirsche. Ding, 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 ding. Ich hätte eigentlich gedacht, boah, guck mal, wo der Cresinio sich wieder losschießt. Er ist so ranzig, ey. Mhm. Ist so ranzig. Ja, boah, der Fessel noch härter. Ja, ich muss das war auch nur, weil er gesehen hat, dass das Motorrad von mir davor lag. Ja. Ja, aber man sieht, dass, also ich muss sagen, wir haben ja das Reinschießen haben wir ein bisschen geflamed in der letzten Folge, beziehungsweise in der vorletzten Folge, in der ersten. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Ganze hat einen strategischen Charakter. Ja, sagen wir mal so, aber es ist auch so, dass wir teilweise, wir es jetzt schon extrem machen, dass wir teilweise, ich sag mal, ganze Hindernisse am Ende nicht mehr fahren. Sagen wir es mal eher so, wie es ist, du. Ja, gut. Ist mir auch scheißegal, aber ja. Ihr habt das ja vorher kritisiert. Ja, aber ich finde es, auch wenn ich es hasse, dass du dich da reinschießt, ich finde es aber trotzdem ein bisschen schöner, weil man muss sich überlegen, schieße ich mich jetzt ab, so wie du gerade eben, und habe das Risiko, dass ich vielleicht nicht drin bin. Oder, ja. Schön, danke. Dass wir die Diskussion hier direkt schon so beenden können. La la la. Komm, Krieger, haben wir mal Gas da. Wohl. Oder willst du gleich mal hier. Da fliegt er. Da fliegt er am weitesten. Definitiv. Mit Abstand. I believe I can fly. Das mag er immer hierfür. Ja, weiß ich nie, welche Maschine ich nehmen soll. Donkey. Ja. Donkey hat da keinen Vorteil. Doch, wenn du mit der Donkey fährst, zählen deine Punkte. Was ist denn jetzt los auf einmal? Was haben wir denn heute festgelegt? 1,5. Hier so eine Dreier-Konfi. Wie können wir den Cresinio am meisten fisten? Wir machen einfach sämtliche Regeln spontan, oder was? Genau. Ah, sehr gut. Wir stimmen vor jeder Map ab, ob wir irgendwas Besonderes machen, quasi. Hm? Nur, dass ich an dieser Abstimmung nicht teilnehme. Du kannst dich, glaube ich, ab hier schon ein Ziel schießen, Cresinio. Ja, deine Mutter kann sich ins Ziel schießen. Ja, hat's auch mal probiert. Und hat's funktioniert? Ja, hier schon ein Ziel. Mann, ey. Aber zumindest ist der Fessel hinter mir. Ja, aber weit hinter dir. Weiß ja nicht, ob ich überhaupt noch ans Ziel komme. So wie ich gerade fahre. Naja, boah. Hups, hups, hups. Ja, komm, Fetzelchen. Komm, Fetzelchen. Ah, klar. Feines Fetzel. Feines Fetzelchen. So. Aber ein noch relativ eng aneinander liegendes Feld. Ja, du solltest scheiß TNF, ja. Das kostet mir jetzt schon. Oh, machst du nix. Wie auch immer du das geschafft hast. Das ist mir echt ein Rätsel. Ja, mir auch. Ich glaube, das hat echt was mit dem Checkpoint zu tun, dass du dich quasi erst nach dem letzten Checkpoint ins Ziel schießen kannst. Nee, weil du kannst warst dich ja auch bei, nicht... Du warst bei der einen Map, warst du auch nicht am letzten Checkpoint. Ja, meine ich ja. Also du kannst dich erst nach dem letzten Checkpoint... Nein, den hast du auch noch nicht gehabt. Wo der Fössel sich so weit ins Ziel geschossen hat, da Archipel. Ja, okay. Ja, da war der Checkpoint noch Kilometer. Nein. Boah. Hä?
Achso, ich bin ja doch noch erst da vorne mit dabei. Ich dachte gerade. Okay. Jawohl. Fuck. Ist schön auf die Fresse geflogen. Mhm, der Schwag ist da vor dir. Mhm. Oh, nett. Lachen. So, das war übrigens die Tour des Reils, ne? Ich bin Sieger, herzlichen Glückwunsch, schau mit V, hau da rein. So, jetzt sieht das Ganze so aus, dass ich hier die ganzen Punkte mal aufschreibe. So, Zwischenstand, Nickel, Senior 63, nein, Spaß. So. Hast du noch irgendwelche Überraschungen parat? Muss man gleich den Fernseher anmachen oder aus? Genau. Wir fahren die Tour de Trois heute vierfach. Was? Das heißt, wir fahren jedes Rennen viermal. Genau. Ja, nee, ist klar. Oh, Moment. Was habe ich für die nächsten 8 Tage? Nix. 24 Stunden Tour de Trois. Im Stream. Jetzt haben wir die auf den Punkt gebracht. Ja. Super, Fössel. Vielen Dank. Und ihr könnt dabei sein, mit dem Fössel live. Ja. 24 Stunden Trials Livestream. Alter Schwede, ey. Würde ich glaube kotzen. Ihr könnt euch schon hier ins Ziel schießen. Ja. Komm, ja. Jawoll. Nein, ey, fickt euch, ihr Spaß. Nice, nice one. 3 Punkte. Mhm. 3 Punkte ist fast so geil wie in denen. Rissdreck. Oh Mann, ey. Oh, der hässliche Moped, ey. Leck mich, das wird du. Das wird bald dein sein. Das wird du, ja. Marker, gibst du einen ab hier für eine Mark 50, ey? Oder ja, habt ihr noch einen? Ostmark. Ostmark, genau. Was für ein Star-Mitch wieder an. Ups. Really? Das ist wohl, die zählt tatsächlich, ey. Phänomenal. Ich hab mich. Ich war im Ziel, aber. Warst du übers? Ja. Bist du übers Ziel geflogen? Ja. Ja, dann zählt's nicht. Dann zählt's nicht. No. Interessant. Wap, 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 wap. Der genauso viele Punkte hat wie ich. Ja. Aber egal. Hauptsache Stimmung machen. Und sonst? Also wir haben auch überlegt, eine Tour de Trials nur mit Custom Maps zu machen, aber es ist einfach noch zu bunt. Könnt ihr ja auch sagen, dass wir schon eine gefahren sind. Ja, aber die haben wir gelöscht, weil die war nicht unterhaltsam. Also wir fahren jetzt Tour de Trials 3 Version 2. Ja. Eine Version hatte der Smarker schon das Messer im Arm. Das ging gar nicht. Was war da los bei der einen? Hä? Ja, Schmarki. Der was? War der, die wir gelöscht haben? Keine Ahnung. War halt nicht mein Tag. War das doch von so einigen nicht ihr Tag, wa? Oh. Alter! Was mach ich so denn jetzt? So geht das, Digga. Ja, ja. Oder so. Boah. Das ist widerlich, ey. Nee, war der Preis ist heiß überhaupt mit Harry Weinfurt? Nee, ne? Was, sorry? Der Preis ist heiß, war nicht mit Harry Weinfurt, oder? Ja, sicher. Das echt? Frack. Harry Weinfurt. Wie du jetzt denkst, ist Walter Freibald, aber der war bei... War auch dabei, der hat immer die Preise vorgelesen.
Und Gertrud, du bist dabei! Hey, diese hässliche Waschmaschine. Oder, keine Ahnung, hat der noch alles so. Boah, das läuft ja richtig gut, hier. Ja, ich komme über 6 Hindernisse nicht voran. Klasse. Boah, da haben wir es doch. Nein! Scheiß die Falle. Wo ist sie gleich sind? Ja, es ist eine Punkte-Map. Kirsche. Oh, da ist die Stelle. Könntest DNF hageln. Fessel, muss ich. Oh! Oh, Fessel, Hupe. Nein, warum fliegt der denn? Nein! 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 Ah, Scheiße. Das muss nur gelernt sein, ne? Mhm. Bäh, das kostet. Und damit katapultiere ich mich vor den 14. Ha? Gratulation dazu. Ja. Der Verlierer kriegt übrigens die rosa Maschine, ne, das Marker. Ja. Fötzel? Oh. Nee, sieht so noch halbwegs gut aus. Jetzt müsste er Fötzel sagen, ne, Cresinio? Cresinio? Da mache ich mir keine Sorgen. Mit Recht. Aber wenn der Krieger wieder so gut wäre wie beim letzten Mal, dann hätte ich ja jetzt gesagt, nicht wahr, Krieger? Wieso? Ich bin raus. Aus dem Schneider. Ich hab meinen Arsch aus der Schlinge gerissen. Ja. Mit purem Skill. Ich hätte ja mal lieber einen Gegner gehabt. Kirsche. Ach, shit. Oh, wer ist denn am Müll gelandet? Ich. Ja. Du auch? Ich glaube, ich will. Das ist auf dem letzten. noch. Immer ruhig, Freunde der Sonne. 4 Punkte aufgeholt. Was mag ich schon mal? Das mag ich, du bist nur ein Punkt hinterm Fötzel. So, Marki, Marki. Boah, du bist so, sag mal, jetzt so oft. Was? Das Marki, Marki. Genau das. Marki, Marki. Das ist der. Alter Limmel. Merkt das, Leute? Merkt ihr was? Ja, ich hab's gerade gespürt. Ich habe auf ein Zeichen gewartet und es kam. Schmarki, alter Finner, ey. Du bist aber wirklich gut im Saft, ne? Na, die Strecke fahre ich mit der 450er. Die Strecke fährst du mit der 450er? Ja, macht sich besser. Damit der letzte Hügel leichter ist, oder was? Ja, allgemein mit der 450 komm ich besser klar bei der Map. Ich fahre die gerade so schlecht wie noch nie in meinem Leben. Außer am ersten Tag. In der Fessel. Zack. Ja. Zack, 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 zack. Na? Boah. Ich hätte auch nicht weit. Genau auf der Ziellinie, ey. Lächerlich. Da ist der Fessel auf dem letzten Platz. Ah, knappes Teil, du. Die Abschweißt du weiter. Auch so eine Map, die jetzt so keiner braucht. Nein. Aber hier wäre ein DFNF mal sehr nice. Ich glaube, hier in den F kriegt, der sollte sich direkt aus der Tour de Trails verabschieden. Den ersetzen wir dann durch Fredde, ne? Ja. Da muss halt aufpassen, wenn der seine Laborate spielt, dann. Laborate, ja. Guter Alter. Scheiße, genau. Ja, oh. Mach heute mit oder ohne deine Muttersprüche? Ohne. Ah, ich wäre dafür. Hat
hier irgendwer reingeschaut? Ich bin voll gegen das Schild geklatscht. Ich bin aber auch mit voller Lutsche gegen das Schild und dachte, scheiße, ich muss nochmal neu anfangen. Ah, shit, ey. Ja. Das ist die schöne Trails. Das war schon mit der ersten Folge, ne? Das war schon mit der ersten Folge. 121 Punkte, Platz 1, Cresinho. Dann haben wir den das Marker auf Platz 3 mit 108, mich auf Platz 2 mit 109 und den Fürst auf Platz 4 mit 106. 3-4. Gut, dann würde ich sagen, wie lange war die Folge jetzt? Die Folge 20. Ein 20. So, in diesem Sinne, gut, Schuss, bis zum nächsten Mal. Ich bin nicht der Überzeugung, dass Cresinho diesen Vorsprung halten kann. Nee, der wird ja noch vergrößern, da hast du recht. Wird es wirklich so sein? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich, ich bedanke mich bei das Marker Fesse Cresinho und bei mir. Dankeschön. Haut rein. Tschüss.